Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Automation Empire. Heute mal am Simulator-Sonntag. Leider habe ich die vorherige Aufnahme verkackt und deswegen spielen wir heute weiter. Bis gleich nach dem Intro. Willkommen, Zombie Apocalypse. So, meine Freunde, wir können seit der letzten Folge, die Aufnahme, die ich leider Gottes zerschossen habe, können wir jetzt den Zug bauen. Geile Nummer. Und wir können die Sachen endlich mit Verbinder benutzen. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Platz. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Ich werde es euch zeigen. Wir werden jetzt loslegen. Let's go, meine Freunde. Wir haben viel zu tun. Ja, dadurch, dass wir nämlich alles machen können, haben können, tun können, können wir nämlich auch, so leid es mir tut, alles in die Grütze bollern. Weil wir brauchen nur noch Züge. Weil wir werden nur noch Züge beliefern. Das heißt, wir gucken kurz mal, ob wir hier soweit alles voll haben. Da noch nicht. Das fehlt noch hier. Es läuft ja alles gerade so wunderbar. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist alles für die AA. Alles für die AA. Die Produktion, die können wir erstmal stoppen. Hier genauso. Zack. So. Das kann sich erstmal wieder vollfüllen, wenn denn da mal was ist. Was ja auch gerade wieder mager ist, wie wir sehen. Weil wir können. Wir können alles abreißen, weil wir werden jetzt die Verbinder benutzen, was wesentlich einfacher ist, wesentlich angenehmer. Von daher lassen wir das hier schon mal leer laufen. Und das werden wir jetzt überall machen. Wir werden überall die Produktion abhaken. Hier genauso. Da auch. Wenn leer ist, ist leer. Umso besser. Wenn leer, denn leer. Weil es kommt alles weg hier. Wir brauchen ja nichts mehr. Keine Autos mehr. Nichts. Wir werden nur noch mit Zügen hier ranfahren. Und das wird kompliziert werden. Weil das brauchen wir auch alles nicht mehr. Es wird alles abgerissen. Das können wir jetzt auch schon mal beenden, würde ich sagen. Ja, zack. Wir brauchen keine. Keine Roboter mehr, nichts mehr. So. Das kann auch laufen. Erstmal muss ich das schon noch gut voll. Der bringt von drüben hier rüber. Ja, Produktion stoppt natürlich jetzt überall, ist auch okay. Der muss hier nur noch fertig werden, dass wir da unsere 300 haben. Das werden wir mal gerade beschleunigen.
voll. Strom gibt's auch. So, da lassen wir kurz auslaufen. Hier ist leer. Den haben wir auch fertig, ne? Der ist fertig, okay. Dann kann die Schiene bleibt erstmal, aber wir können den hier schon mal soweit abreißen, beziehungsweise die können wir soweit abreißen. Das werden wir jetzt auch tun. So, meine Freunde, hier nochmal kurz. Muss man leider ein bisschen aufpassen. Ich bin Spezialist und zerstöre andere Dinge. Was gar nicht immer so gut ist. So, die eine Schiene haben wir schon mal entfernt. Das ist doch die zwei Schienen. Dann können wir ja hiermit erstmal anfangen. Wir können das nämlich jetzt so machen. Das war nämlich ganz entspannt. Also erstmal. Jetzt haben wir erstmal das abgerissen. Genau, ja. Also, passt auf. Wir machen das jetzt nämlich so. Wir nehmen hier so einen dicken Klotz. Zack. Lass uns mal ganz entspannt hier einsaugen. Und noch hier haben wir so ein Pöppel. Da. Seht ihr? Jetzt können wir hier nämlich am Ende den noch machen. So, die können sich schon mal vorlutschen. Das gleiche machen wir auf der Seite. So, mal auf ganz entspannt. Jetzt, meine Freunde, wir müssen nachher da raus. Ja. Können wir das so machen, dass wir das gleich so lassen hier. Genau, dann füllt erstmal da voll. Ja, wir haben jetzt eigentlich ein Ding zu viel, aber das lassen wir jetzt so, das ist egal. So, und dann fangen wir nämlich hier hinten an. Nehmen unsere tollen super Kombinierer. Weil sie ja so schön sind. Eins. Schön auf Eng machen hier. Zwei. Zack, 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 orange, zack, 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 blau, zack, zack, zack und grün, zack, zack, zack. So, meine Freunde. Und wir wollen nachher da rausfahren. Einfachster Weg. Würde ich sagen. Das heißt, wir werden hier nochmal so einen dicken Jummi hier hin machen. Kriegen wir den hier hin? Ja, wunderbar. So. Und wir werden ganz einfach markieren. Orange. Blau. Und auf geht's, meine Freunde. Die Produktion läuft. Und wir haben so viel Platz. Seht ihr das? Ganz easy, ganz entspannt. Ihr werdet es hier gleich sehen. Zack. Habt ihr gesehen? Voll. So super läuft das. Und fertig. Läuft. Jetzt könnten wir schon eine Zugreihe machen, theoretisch. Kriegen wir auch hier vielleicht schon hin, ne?
da raus. Da raus. Eisenbahn. Da wieder rein. So. Läuft auch leer. Perfekt. Können wir auch gleich stoppen. Das heißt, ich kann das hier mal abreißen. So. Der kann auch weg. So, meine Freunde. Das haben wir auch schon mal abgerissen. Hier wieder ein Stück Schiene rein. So. Dann können wir, müssen wir, Schiene, Eisenbahn, diese Dinger hier, hier hinstellen. Da werden wir erstmal 1, 2, immer, wir müssen immer praktisch, ja, wie soll ich sagen, immer einen frei machen. Also wir brauchen den in der Mitte gar nicht. Seht ihr gleich warum. So. So. Dann kommen nämlich die da ran. Zack, 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 zack. Und die großen Verbinder. So, seht ihr? Und dann brauchen wir nämlich hier nur, wir können auch hier am Ende eins auf, wo ist halt geil, ne? Aber ich glaube, ja, lieber hier mittig. So, fertig ist. Und kommt nur hier die Schiene hin. Die bis da hinten muss. Und das war's. Und da sind wir dann auch schon mal durch. Ich würde sagen, die canceln wir jetzt hier mal. So, meine Freunde, das haben wir jetzt auch schon abgerissen und wie ihr seht, haben wir doch schon recht viel Platz. Und jetzt können wir nämlich mit der Eisenbahn weiterbauen. Bauen, bauen, bauen. Mit der Eisenbahn. Ja, 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 ja. Weil wir nämlich alles per Zug jetzt machen. Da kommen wir natürlich nicht hin. Okay. Weil dann Pfeiler ist. Ah, ah. So, meine Freunde, die Verbindung ist geschaffen. Wir werden den Zug abfahren lassen. Ja.
Und auf geht's, meine Freunde. Der erste Zug. Let's go. Und er fährt. Lassen wir den natürlich ein bisschen Vorsprung jetzt, bevor wir dem Zug Strom geben. Na komm. Und voll geht das, meine Freunde. Seht ihr, wie schön sich das füllt? Wunderbar. Und es geht jetzt da hoch. Nächster Zug wird unten schon voll. Also perfekt. Seht ihr? So. Weg. So. Bisschen Strom sparen hier. Brauchen wir alle nicht mehr. Schaut, schaut, schaut. So sieht's aus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auch wieder einen Tunnel hinbekommen. Was ich nämlich vermutet habe. Was mal wieder richtig kaka ist. Wir müssen höher. Nee, wir müssen weiter vor. Pause. So. Sollte auch die Schiene gehen, ne? Habe ich jetzt Auto gebaut, ich Dussel? Wieso dein Auto? Zug. Geht auch, ne? Ja. Okay, weiter geht's. So. Sehr schön. So, gleich rollt er ein. Da kommt er. Unser erster Zug rollt ein. Schaut euch das an. Und er wird voll gemacht. Jawohl. Ehrlich. Wie viele Waggonzahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Umso mehr wir von diesen großen Dingern bauen. Wie heißen die überhaupt? Zugsilos. Umso mehr Waggons hängen dran. Also jetzt haben wir 6. Schauen wir mal, was wir für einen bekommen. Da rollt er gleich rein. Mal schauen, was wir kriegen. Und wir kriegen pro Waggon fast 40.000 Dollar. Das ist doch super. Super. Besser geht doch wohl nicht, oder? So, meine Freunde. Auch hier abreißen, was das Zeug hält. So, meine Freunde, wir haben erstmal alles abgerissen, weil das so ist. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt schauen wir mal. Wir können jetzt hier weitermachen. Machen wir auch wieder so ein schönes dickes Ding hin. Na, wo ist er denn? Da. Ja.
Profi hier ran. Und dann sollte das eigentlich klappen. So, das heißt, der schöne Topf kriegt die Farbe grün. Der Topf orange und der Topf blau. Und let's go, meine Freunde. Auf geht's. Was sagt er? Tada! Da ist es. So, das wäre dann der nächste. Ich würde sagen, los geht's. Sehr schön. Das war doch ein Kilo technisch gut, ne? 13 Kilo, perfekt. Weg, ne? Und hierher. Schaut mal, alles voll. Perfekt. Und dann da kommt er, meine Freunde. Jawohl. Warten wir auch einen kleinen Augenblick. Sehr gut. Das heißt, wir geben den schon mal Strom. Das dauert dann einen Augenblick. Bis er dann kommt. Genau. So, meine Freunde, und da kommt auch schon der nächste Zug für unser nächstes Material. Mal sehen, was die abschmeißen. Der Goldzug hier vorne war knapp bei 40.000. Der hat natürlich auch 6 Waggons erstmal. Ach, guck mal, da kommt auch schon wieder Nachschub. Läuft auch. Und dann wollen wir mal schauen, was der an Kohle bringt. Und los geht's. Da sind wir bei 41.000. Knapp über 41.000. Also noch ein bisschen mehr. Und gewichtstechnisch sind sie beide gleich. Okay. Die da. Die brauchen wir, ne? Wo sind die denn? Da. Ah, da war mit Wasser. Wasser. Achso, das macht unsere Kilozahl eigentlich. Wir sind jetzt bei 9.594. Das heißt, wir haben bald unsere 10.000. Wir brauchen 11. 11 für Wasser. Mal schauen, wie wir das machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt noch einen Zug hinkriegen. Wenn nicht, müssen wir uns was einfallen lassen. Dahin. Den kriegen wir noch hin. Ich glaube, da bin ich sehr zuversichtlich. Jawohl. Perfekt, meine Freunde.
Dritter Zug geht auch. Ich denke mal über kurz oder lang. Das war Kohle und Eisen, ne? Kohle und Eisen, was haben die, ja? Ah, die brauchen wir ja auch noch. Die brauchen wir mit Gold dafür. Ah, okay, dann müssen wir die sowieso produzieren. Okay. Da müssen wir mal sehen. Die müssen wir produzieren. Na, da wird uns schon was einfallen. Die Produktion läuft. Die Produktion läuft besser. Uiuiui, das ist ja richtig voll. Wir haben auch genug zu tun. Das klappt, sonst müssen wir noch was zubauen. Und hier hatten wir auch ganz einfache Produktion. Oder wir produzieren hier. Hammer. Kümmern wir rein. Genau. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir haben erfolgreich unsere ersten Züge gestartet, machen Gewinn damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Kostenloses Abo wäre nett. Und denkt an die Geigerglocke. Klingling. Ciao, ciao. Wir sehen uns.